Servus. Ja, heute will ich gerne mal ein bisschen über Roost-Turniere sprechen. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, klar, coole Sache, der macht ja ein Turnier für uns. Ja, momentan werde ich es noch nicht hinkriegen, aber das wird auf Dauer auch noch folgen. Ja, ich kam jetzt nur auf die Idee, mal ein Video drüber zu machen, weil halt jemand in meiner Steam-Gruppe die Informationen zu einem Turnier gegeben hat. Das war Swiss One Shot, heißt er. Finde ich cool, dass er darauf hinweist. Vielleicht die meisten von euch wissen das wahrscheinlich schon. Nur da ist halt auf jeden Fall eine Truppe an Leuten, die machen regelmäßig Turniere. Bisher waren es halt meistens 1 gegen 1 Turniere, aber jetzt ist halt ein 3 gegen 3 Turnier geplant. Ja, aus dem Grund dachte ich mir, machst du mal grundsätzlich ein Video über Turniere. Hintergrund dessen soll sein, also wenn ihr mal irgendwie vorhabt, ein Turnier zu machen, ruhig mir Bescheid sagen. Ich mache dann natürlich sofort ein Video drüber. Ja, gut wäre halt, wenn ihr plant, ein Turnier zu machen, rechtzeitig Bescheid zu sagen, dass ich das halt gleich machen kann, das Video, sodass die Leute, die teilnehmen wollen, ein bisschen Zeit haben, sich das einzurichten. Genau. Wir werden uns gleich nochmal ein bisschen so, da habe ich mal einen Screenshot gemacht von der Gruppe, von den Leuten, die halt schon längere Zeit regelmäßig Turniere machen. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr auch selber vorhabt, ein Turnier zu machen, sagt mir einfach Bescheid. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall auch nochmal ein paar Turnierchen machen. Momentan jetzt nicht, aber später mal. Huibu hat mir da auch schon angeboten, mir da zu helfen. Finde ich richtig cool von ihm. Genau, ja, ich würde sagen, schauen wir uns ganz kurz mal den Screenshot an, den ich gemacht habe. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Also, das ist jetzt die Gruppe, um die es geht. Da sind schon einige Mitglieder drin. Ja, ich denke mal, dass die meisten von euch kennen wahrscheinlich die Gruppe schon. Ja, das hier unten ist der Hinweis auf das Turnier 3 gegen 3. Erstmalig machen die ein 3 gegen 3 Turnier, ist ja auch eine coole Sache. Genau. Ich denke, ja, ich mache euch natürlich den Link in die Videobeschreibung. Also wenn ihr da mal reinkicken wollt, macht das einfach mal. Und wenn ihr teilnehmen wollt, setzt euch einfach mit den Leuten in Verbindung. Ich kenne die jetzt auch nicht oder so. Nur ich denke, die freuen sich über weitere Teilnehmer. Eins sollte man dazu sagen, bei dieser Gruppe an Leuten, die diese Turniere regelmäßig veranstalten, das sind halt Menschen mit mehreren tausend Spielstunden Erfahrung. Das heißt also nicht, dass ihr euch verzweifelt. Dass ihr verzweifelt in Spielen oder sowas. Also, ihr müsst wissen, auf was ihr euch da einlasst. Das sind halt wirklich Leute mit richtig vielen Stunden Erfahrung. Trotzdem, wenn ihr Bock darauf habt, dann schaut doch gerne mal bei denen rein. Ja, das war's auch schon zu dem kurzen Informationsvideo. Wenn ihr also auch mal ein Turnier machen wollt oder so, schickt mir einfach mal eine E-Mail oder sowas und dann machen wir da natürlich sofort ein Video. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.